So, und damit herzlich willkommen bei Outlast. Wir spielen Outlast, weil ich gesagt habe, bei 250 Followern. Erstmal vielen, vielen Dank dafür. Werde ich Outlast spielen. Und habe es mir jetzt die Suppe eingebrockt. Ich kenne einen Teil des Spiels, Tatsache. Irgendwie so bis das erste Viertel oder so. Und danach kenne ich es nicht mehr. Wir werden mal gucken. Ich weiß, dass relativ viel zu lesen ist. Da müssen wir mal gucken, ob wir alles vorlesen oder ob wir nachher einen Teil einfach sein lassen, nicht reden, nicht vorlesen. Ich werde gerade im Chat gefragt, worum es im Spiel geht. Es ist ein Gruselspiel, in dem wir in einer Irrenanstalt sind und entkommen müssen. Also erstmal gehen wir rein und dann müssen wir entkommen. Wie es aussieht, siehst du sofort. Wir starten ein neues Spiel. Was? Schwierigkeitsgrad natürlich normal. Wahnsinn, ey. Ich habe schon Angst vor normal. Outlast enthält schwere Gewalt, Blut, sexuelle Inhalte und Kraftausdrücke. Wir wünschen dir viel Spaß. Danke sehr dafür. Schlüpfst in die Rolle von Miles Upshaw, einem Enthüllungsjournalisten, dessen professioneller Ehrgeiz ihm eine Reise durch die Hölle auf Erden beschert. Da du mit Vorliebe Geschichten auf den Grund gehst, um die anderen Journalisten einen großen Bogen machen, hast du dich entschlossen, das dunkle Geheimnis im Herzen der Nervenheilanstalt Mount Massive aufzudecken. Bleibe so lange wie möglich am Leben und halte alles mit der Kamera fest. Du bist kein Kämpfer. Um das Grauen in der Nervenheilanstalt Mount Massive zu überleben und der Wahrheit auf die Spur zu kommen, bleibt dir keine andere Wahl, als wegzulaufen, dich zu verstecken oder zu sterben. Vielen Dank auch dafür. Ich habe Angst. Ach, Salazar ist da. Ich lese es jetzt nicht vor. Oh, Schädlinge. Mount Massive. Leute, ich habe jetzt schon Angst. Mal gucken, wie weit wir kommen. Sie kennen mich nicht, muss mich kurz fassen, werde vielleicht beobachtet. Ich war 2 Wochen lang als Softwareberater für die Einrichtungen von Murkoff Psychiatric Systems in Mount Massive tätig. Breche gerade alle möglichen Geheimhaltungsvereinbarungen, aber echt, zur Hölle mit den Kerlen. Schreckliche Dinge gehen da vor sich, verstehe es nicht, glaube nicht mal die Hälfte der Sachen, die ich gesehen habe. Doktoren, Phasen, etwas von Traumtherapie, die zu tief geht und dass sie etwas gefunden hätten, was auf sie im Berg gewartet hat. Leute kommen zu Schaden und Murkoff scheffelt Geld. Das muss aufgedeckt werden. Hallo Pizzaquäcker! Okay. Die Kamera läuft. Warum habe ich nur zugesagt, das zu machen, meine Leute? Deine Ziele werden in deinem Notizblock Tabulator aktualisiert. Dort findest du deine Notizen N und gesammelte Dokumente. Also N sind die Notizen und J die Dokumente. Merken bitte. Ja, Pizza Quäcker, es ist ein Horrorspiel. Okay. Pizza Quäcker.
Drücke die linke Maus, um eine Tür zu öffnen. Schnell zu öffnen. Halte die linke Maus, was? Guck mal, hängt da wer? Das geht nicht. Das ist zu. Boah, die Maus ist sehr empfindlich. Daran muss ich mich gewöhnen. Also die Maus ist sehr empfindlich. Es tut mir leid, wenn ich so rumwackel. Wir haben gespeichert. Super. An das Gerüst kann ich mich noch erinnern, Tatsache. Nee, die Maus ist einfach im Spiel sehr empfindlich. Leute, ich habe Angst. Drücke F, wenn die Kamera breitet und die Nachtsicht auf dem Kamm. Wir haben leider nicht so viel Batterie. Batterie wird hier rechts angezeigt. Das heißt, wir müssen immer noch Batterien finden und so weiter. Wir müssen sehr sparsam damit umgehen. Ja, du musst mit Maus und Tastatur machen. Hunting, das wäre richtig. Ich guck mal ganz kurz in die Einstellungen. Aber ich meine, da wäre eben nichts zu ändern. Blickempfindlichkeit, ist es das? Ich glaube, so ist angenehmer, ne? Zum Gucken auf jeden Fall. Ich hoffe, dass das nachher zum Rennen auch okay ist. Ich habe Angst. Ich weiß nicht, wie lange wir hier durchhalten. Uiuiui. Patienteninitialien Billy. Jetzt sind unsere erste Patientenbefragung 2009. Alterspatient 19, männlich. Hast den Patient behauptet, in selbstgesteuerte luzide Traumphasen vorgedrungen zu sein. Morphogenetische Antriebsaktivitäten in beispiellosem Umfang beobachtet. Fahren folgt mit Stufe 4 Hormonen. Diagnostisch. Spirometrie ergab keine bronchialen Akkumulation. Erythrozyt, Zentrifugierung zur Trennung von Erythrozyten erneut fehlgeschlagen. Höchst besorgniserregend. MRI ergab arrhythmische REM, NREM-Zyklen. Lachen in NREM-Phase.
Will erkundigt sich nach dem Status der Klage seiner Mutter gegen Murkoff und die Psychiatrie. Dies deutet auf eine katastrophale Sicherheitslücke hin. Trotz Billys Beteuerung, er habe die Wahrheit in den Blutträumen von Dr. Trager entdeckt. Anmerken, die einzige Person namens Trager, die in den Unterlagen des Unternehmens aufgeführt ist, ist ein gewisser Richard Trager, ein Angestellter von MRD. Das gesamte Pflege- und Sicherheitspersonal muss befragt und die Videoüberwachung verbessert werden, um biometrische Daten zur Analyse zu erhalten. Ich habe Angst. Ja, ich weiß es auch nicht, Spitzerquecker. Ich weiß es auch noch nicht. Das Haus ist auch gruselig. Ich weiß nicht, wie weit ich hier durchschaffe heute. Ich weiß nicht, wie weit ich es schaffe. Bei Pizza Quecker, trotzdem einen schönen Abend. Da lief wer. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein... Ich kann nicht mehr. Ich habe schon mal bis hier gespielt, auf jeden Fall. Warte mal, machen wir die ganze Zeit. Das war gerade eine Leiche. They killed us. You got out. The variants. You can't fight them. You have to hide. You can't unlock the main doors from security control. Ist Klopapier. Wer braucht noch Klopapier? Leute, ich krieg gerade die Krise. Kann ich da jetzt rausgehen oder nicht? Da war doch wer. Da war doch gerade wer. Oh mein Gott, ich kann nicht mehr. Wie lange geht das Spiel insgesamt? Ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Ich finde die Atmosphäre so erdrückend. Ich finde es echt so erdrückend, Leute.